Manfred Genditzkis Anwältin Regina Rick ist uns heute live zugeschaltet. Frau Rick, Herr Genditzki hat ja ganz offen eingestanden und hat gesagt, nach über 13 Jahren in Haft macht man als Ehepaar nicht einfach nahtlos da weiter, wo man aufgehört hat. Wie beobachten Sie das denn im Umgang mit seiner Tochter, die ja während der Haftzeit geboren ist? Wie gelingt den beiden die Annäherung? Die beiden sind unheimlich liebevoll miteinander. Das ist wirklich rührend, die zu sehen. Und er hat ja mal gesagt, er hätte gern ein Baby gehabt. Jetzt hat er praktisch eine junge Frau bekommen. Aber die verstehen sich wirklich gut. Das ist sehr schön zu sehen. Das ist sicherlich auch etwas, das ihm jetzt Kraft gibt. Er wirkt ja unerschrocken, weil er sagt, er hat gar keine Angst vor dieser dritten Verhandlung. Wie ist es denn da bei Ihnen bestellt? Das Gericht scheint ja überzeugt zu sein, die Staatsanwaltschaft, dass es sich lohnt, in ein drittes Verfahren zu gehen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zum dritten Mal zum Mordurteil kommt? Also ich habe da keine Angst und ich glaube auch fest an einen Freispruch. Ich kann mir keinen Geschehensablauf vorstellen, wie und wann der Herr Genditzki das noch tun könnte, getan haben könnte, was ihm da vorgeworfen wird, dass die Staatsanwaltschaft daran so festhält. Warum, habe ich keine Ahnung, weswegen. Aber das Gericht hat jetzt 20 Verhandlungstage angesetzt, will jetzt wirklich offensichtlich noch mal ganz genau prüfen. Ich bin sicher, dass am Ende ein Freispruch steht. Aber das ist ja verrückt. Sie sagen, Sie haben keine Ahnung, warum die Staatsanwaltschaft das macht. Aber muss man damit rechnen, dass dann noch irgendeine überraschende Erkenntnis zutage gefördert wird? Oder ist, was ist das? Gesichtswahrung? Was treibt die Staatsanwaltschaft da um? Ich könnte mir schon vorstellen, dass es Gesichtswahrung ist, dass man vielleicht sich bemühen möchte, noch irgendeinen Restverdacht am Herrn Genditzki kleben zu lassen oder dass man tatsächlich auch noch Revision gegen ein freisprechendes Urteil einlegt seitens der Staatsanwaltschaft. Vielleicht ist es wirklich nur für die Galerie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt noch mal eine neue Geschichte kommt. Also ich hoffe jedenfalls, dass der Staatsanwaltschaft die Geschichten jetzt ausgegangen sind. Es werden erst einmal wieder die gleichen Zeugen gehört, die sich nach 15 Jahren dann wahrscheinlich in den gleichen Schilderungen ergehen werden. Wir werden das verfolgen. Und interessant ist ja, was im Falle eines Freispruchs passieren wird. Herr Genditzki hatte 84.000 Euro Prozesskosten, so habe ich gelesen. Er ging während der Haft in die Privatinsolvenz. Er hat, wie wir gehört haben, ein Haus verloren. Er hat das Aufwachsen seiner Tochter verpasst, die Beisetzung seiner Mutter. Was von alledem würde im Falle eines Freispruchs entschädigt werden müssen? Und haben Sie eine Vorstellung, um welche Höhe von Entschädigung es da gehen kann? Normalerweise ist die Entschädigung pro Hafttag ja 75 Euro, aber das sind dann ungefähr 360.000 Euro oder sowas. Das genügt natürlich nicht für so ein verlorenes Leben, dafür, dass man seine Familie nicht ernähren konnte, seine Rentenversicherungsbeiträge nicht einzahlen. Auch für den immateriellen Schaden ist es natürlich lächerlich. Und insofern werden wir uns, sobald Herr Genditzki freigesprochen ist, womit ich festrechne, um eine größere Entschädigung bemühen. Aber welche Zahlen es da geht, kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen. Sie sagten es gerade, 20 Verhandlungstage sind angesetzt. Ob seine Unschuld richterlich bestätigt wird, das weiß Manfred Genditzki dann voraussichtlich im Juli. Und spätestens dann werden wir uns hier sicherlich widersprechen. Erstmal für heute ganz herzlichen Dank, Regina Rick.